Ja, hallo Leute, Marc Bellinghaus hier wieder. Wir schauen hier auf das Standbild der Annette Kurschus, der Skandalvorsitzenden. Ich glaube, sie hat wirklich die Sache von Frau Käßmann noch um Weites getoppt mit ihrem Schockeraustritt, nachdem sie eingestand, dass sie von Kindesmissbrauch in ihrer Siegener Gemeinde wusste. Seit den 1990er Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Insofern gewinnt dieses kurze Video noch ganz andere, tiefere Bedeutung. Denn hier steht eine Frau, die hat sich guten Gewissens wählen lassen als Vorsitzende zur Vorsitzenden der evangelischen Kirche und wusste, dass das nicht richtig war. Dass diese Frau aber jetzt in Bethel als Pastorin arbeitet, das ist ein ganz anderes Paar Schuhe und ich finde das absolut übel, dass sie eigentlich nicht mit Schimpf und Schande aus unserer Kirche, aus der evangelischen Kirche Deutschland rausgeschmissen wurde. Da hat Frau Anna-Nicole Heinrich auch noch so ein freundliches Lobvideo gemacht und hat ihr Respekt gezollt. Wenn ich Kindesmissbrauchsopfer einer Kirche betrüge, sie hat uns verraten und verkauft. Das muss ich hier ganz klar sagen. Und ich, Marc Bellinghaus, habe zweimal polizeiliche Mahnwachen angekündigt, beziehungsweise bei der Polizei auch beantragt. Das war am 20.03. zum ersten Mal in Bielefeld vor dem Evangelischen Kirchenamt der Landeskirche von Westfalen in Bielefeld. Danach war es genau einen Monat später zu einem ökumenischen Gottesdienst zur Woche des Friedens und habe des Lebens, Entschuldigung. Das war ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Da habe ich auch Frau Kurschus das einzige Mal live erlebt. Und sie hatte anscheinend Angst vor mir. Der Staatsschutz wurde auf den Plan gerufen. Ich habe mich ja auch mit verschiedenen Staatsschutzleuten unterhalten, weil Frau Kurschus behauptete, ich würde hier nach dem Leben trachten, ich wäre ge gefährlich und, und. Da muss man sich mal vorstellen, ich bin in der evangelischen Kirche 2,5 Jahre gequält, geschlagen, vergewaltigt und in übelster Art und Weise behandelt worden. Auch vor allem physisch noch dazu. Ich habe bis heute Narben an meinem Körper, wenn mir keiner glauben sollte. Ich bin aber auch anerkannt von der katholischen und der evangelischen Kirche als Missbrauchsopfer. So, und da gehe ich in die Kirche, weil ich immer noch Christ bin und an Gott glaube und die Existenz Gottes, die sich hier in diesem, durch dieses Video natürlich bestätigt. Das werde ich euch gleich zeigen. Und da werde ich in Osnabrück behandelt, als wäre ich irgendwie ein Psycho oder Psycho, wie auch immer. Und 7 Monate nach meiner zweiten Mahnwache kam dann das dicke Erwachen der Kirche. Und diese Frau hat die Reißleine gezogen, weil sie nicht anders konnte, weil sie von anderen Leuten auch bezichtigt wurde, von Missbrauch gewusst zu haben und dann wurde sie in die Ecke getrieben und peng, bumm. Und seitdem ist ein großes Fragezeichen in unserer Kirche. Und aus dem Grund denke ich, es ist einfach nur logisch, dass ich als erfolgreicher Aktivist gegen Kindesmissbrauch jetzt den Nachfolger von dieser Frau fordere. Es wird Zeit, dass endlich ein Aufsager, der Sprüche klopft, so wie hier Frau Kurschus, die dauernd abliest. Ihr könnt das jetzt sehen. Und warum kauft die evangelische Kirche nicht mal einen Teleprompter? Dann kann auch Frau Kirsten Fährst endlich mal, ohne immer wegzugucken von der Kamera, eine Rede halten, die auch von Herzen so rüberkommt. Ja, so, hier hört euch das mal an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Satz wird uns durch das Jahr 2023 begleiten. Die Gewissheit, dass Gott mich sieht, gibt mir einen anderen Blick in die Welt, einen anderen Blick auf die Menschen,
einen anderen Blick auf die Nöte dieser Zeit, als ich ihn mit meinen Augen haben könnte. Wenn ich Gottes Augen auf mich gerichtet weiß, dann traue ich mich, meine eigenen Augen weit aufzumachen, genau hinzusehen, ungeschönt, ohne Weichzeichner und doch zuversichtlich zu bleiben. Ich bin dann nicht mehr nur Auge in Auge mit den Katastrophen, so wie das im letzten Jahr oft war. Mein Horizont weitet sich. Licht bricht von oben ein in meinen engen und elenden Tunnelblick, der gar nichts anderes mehr zu erwarten vermag als das nächste Unglück. Das nächste Unglück für das Leben der Frau Kurschus hat sich dann 11 Monate später bewahrheitet. Insofern, wenn sie von ihrem Tunnelblick spricht, hat sie gar nicht so Unrecht, würde ich mal sagen. Ja, es ist schon interessant, wie diese Frau hier reagiert, wenn man weiß, sie hat Kindesmissbrauchsopfer der evangelischen Kirche und auch natürlich der katholischen, alle, die von irgendwelchen Geistlichen missbraucht, jemals missbraucht, gequält, vergewaltigt und gedemütigt wurden. Ihr müsst dran denken, es haben sich auch viele dieser Opfer umgebracht. Ich kenne allein 2 Leute und von 3 Leuten, die ich nicht kannte, die wirklich dann ihrem Leben beendet haben, wegen dieser üblen Erfahrungen als Kinder, meist als Kinder, aber auch Jugendliche. Und das, Leute, das geht nicht. Das muss aufgearbeitet werden. Es sieht gar nicht nach Aufarbeitung aus. Es werden Sprüche geklopft, es wurde jetzt ein paar Einladungen verschickt zu Treffen mit verschiedenen Missbrauchsopfern. Ich war selbst jetzt schon bei 2 Terminen, habe ich wahrgenommen, einmal in Dortmund im Fußballmuseum, da habe ich auch ein Video drüber gemacht und dann in Hannover. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Aber ich möchte mich weiter und tiefer einbringen, denn ich denke mal, dass es jetzt wirklich notwendig ist, dass dieses Übel Kindesmissbrauch richtig angegangen wird und von jemandem, der auch erfolgreich war in Bezug auf die Veränderung, die Verbesserung eines Gesetzes zum Schutze unserer Kinder. Mehr dazu kann euch sehr, sehr gerne die Privatsekretärin des Innenministers von Nordrhein-Westfalen, Herrn Herbert Reul, CDU, sagen und geben. Denn das ist, ich denke mir hier nichts aus. Ich bin erfolgreich, ich habe viele Sachen geschafft in meinem Leben, nicht nur als Schauspieler oder Künstler. Und ich werde hier wirklich einfach nur ignoriert von dieser Kirche. Und das kann und werde ich mir nicht gefallen lassen. Ich bin herausgerissen aus diesem Fixiertsein auf das fortschreitende Unheil, auf die Einanderreihung von Krise an Krise. Ja, Frau Kurschus, die eigene Krise sollte ja dann folgen, wenn man jetzt so mal aus Ihrer Sicht zur Neujahrsansprache 2023 schaut. Zuerst habe ich Ihren Rücktritt gefordert durch die Glocke öffentlich in einer Zeitung. Am 20.03. ist das erschienen. Dann im April, einen Monat später, 20. April in Osnabrück. Und dann kamen dann noch einige Vorwürfe, bis Sie dann wirklich nicht mehr konnten, beziehungsweise sich wirklich die ganze Kirche mit in den Abgrund gerissen hätten. Der Vorsitz der Annette Kurschus und dieses Knallerende hat Hunderttausende von Kirchenaustritten bewirkt. Und danach, letztes Jahr, kein Wort von einem Pastor namens Quentin Cäsar. Ihr könnt das gerne nachschauen. Gott ist queer. Dieser Mann hat kein einziges Wort über Kindesmissbrauch, den Schocker überhaupt schlechthin unserer Kirche, gesagt, hat dann behauptet, Gott ist queer und hat somit für die nächste Austrittswelle in Massen, die Leute sind abgehauen, ihr könnt das, diese ganzen Kommentare, zum Beispiel, danke Herr Pastor Quentin Cäsar, dass Sie mich daran erinnert haben, aus der Kirche auszutreten. Was macht die evangelische Kirche hier? Ich frage euch, liebe Brüder und Schwestern, liebe Geschwister, wie es Frau
Frau Heinrich oder auch Frau Landesbischof Kirsten Fehrs immer sagt, Geschwister, liebe Geschwister und alles, was dazwischen liegt. Über unsere Zukunft entscheidet nicht letztlich, welche Lösungen wir für diese vielen Krisen finden. Klar, wir sollten und wir müssen beharrlich nach Lösungen suchen. Wir sollten möglichst auch welche finden, ganz bestimmt und mit aller Anstrengung. Aber jenseits aller menschlichen Lösungen können wir mit der unberechenbaren Erlösung rechnen. Wisst ihr, an was ich gerade dachte? An so eine Märchenstunde, an so eine Märchenerzählerin, die irgendwelchen kleinen Kinderchen, so Frau Holle oder Hänsel und Gretel oder der Wolf und die sieben Geißlein vorliest. An das erinnert mich der Ton, die ganze Ausstrahlung dieser Frau. Ich habe immer gedacht, okay, sie ist sehr feierlich und liest von irgendeinem Text ab. Sie guckt ja nicht die ganze Zeit in die Kamera, wie ihr vielleicht merkt. Und insofern war das eine ganz, ganz schlechte Wahl mit dieser Frau. Und da hat sich die Kirche, die evangelische Kirche, auch überhaupt keinen Gefallen getan. Der Erlösung, die von Gott kommt. Sollte mich die Aussichtslosigkeit überfallen in diesem gerade angebrochenen Jahr, dann wird dies mein Stoßgebet sein. Immer wieder, du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Gewissheit öffnet ein Fenster zum Himmel. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2023 unter geöffnetem Himmel in Gottes Blick. Tja, Leute, also besser kann es eigentlich gar nicht sein, denn Gott hat sie gesehen und Gott hat ihr vielleicht auch irgendwie einen Wink gegeben, dass sie endlich Schluss machen soll, dass sie endlich die Reißleine ziehen soll und dass es wirklich schäbig ist gegenüber den Gequälten in unserer Kirche, den Kindern, den Erwachsenen, den mittlerweile Alten oder sehr Alten, die immer noch um eine adäquate Anerkennungszahlung bitten, betteln, flehen. Und hier stand eine Frau, die die Kirche fast in den Abgrund mitgerissen hat, mit ihrem Knalleraustritt am 20.11.2023. Aus diesem Grunde ist es nur logisch, dass ein Aktivist wie ich, Mark Bellinghaus, offiziell die Nachfolge dieser absoluten Enttäuschung Annette Kurschus einfordere. Mehr dazu in weiteren Videos. Ich danke euch von Herzen für eure wirklich vielen, vielen E-Mails und euren Support. Nicht nur von den Missbrauchsopfern, die wirklich geschockt sind, dass überhaupt so etwas passieren konnte. Und dass da eine Frau stand für 2 Jahre und so getan hat, als ob, bis sie endlich gezwungen wurde, wirklich mit sich selbst und mit der Kirche ins Reine zu kommen. In diesem Sinne, Leute, Gott hat damit nichts zu tun. Bitte, glaubt mir. Gottes Segen. Euer Mark Bellinghaus.